herzlich willkommen auf unserer Schweden-Rundreise, Vlog Nummer 9. Willkommen zu einem neuen Video, aber gar nicht aus einem neuen Nationalpark. Wir sind jetzt gerade ein Stückchen, die paar Kilometer, knapp 15, vom südlichen Eingang zum westlichen Eingang dieses Nationalparks gefahren und laufen jetzt gerade diese eine Strecke, die man hier laufen kann, die wie so eine 8 aussieht. Das ist so eine blau gepunktete Linie, die blende ich euch hier gerade mal ein. Die wollen wir heute mal ablaufen. Viel Spaß mit dem Video! Der Nationalpark Skuleskogen wurde übrigens 1984 als Schwedens 19. Nationalpark eingerichtet und umfasst über 3000 Hektar Wald, Geröllfelder, Meer und Küste. Er ist Teil der imposanten Landschaft der Hohen Küste, die zum UNESCO-Welterbe zählt. Und ich habe heute auch mal das andere Objektiv rausgenommen, rangemacht an die Kamera. Mal sehen, ob man bei den Aufnahmen einen Unterschied merkt. Ich habe jetzt nicht das, wo ich ein bisschen ranzoomen kann, sondern einfach, also 16 bis 35, sondern das einfach das Batiste 18er Objektiv. Das ist viel leichter, viel besser hier immer am Gürtel zu transportieren, wenn ich die Kamera wegstecke. Mal gucken, ob das auch so langt, weil meistens benutze ich die Kamera hier nur, um irgendwas reinzusagen, weil für die Laufaufnahmen, da nehme ich ja meistens die GoPro, die bringt da ein bisschen mehr Schwung rein als die Kamera hier. Nur mit der GoPro, da ist der Ton immer so schlecht, da kann man immer so schlecht was reinsagen. Ja, da sind wir mal gespannt, nachdem wir uns so eingelaufen haben mit unseren 11,5 Kilometern bei der letzten Tour. Da wären wir ja das kleine Stückchen hier, das wird wahrscheinlich da locker nicht so lange werden. Da wird uns ja fast schon langweilig werden, da wissen wir gar nicht mehr, was wir heute machen, wenn wir nur so eine kleine Runde laufen. Und wie in allen Nationalparks hat es auch hier, oder was heißt Nationalparks überhaupt in Schweden, ist es extrem, hat es hier diese riesigen Ameisenhaufen. Während der Eiszeit war hier die Erde mit einer 3000 Meter dicken Eisschicht bedeckt und noch heute formen die Landhebung und das Meer die Landschaft des Nationalparks. Ich habe heute eben beim Wohnmobil extra mal einen Pulli angezogen, weil es ein bisschen frisch war. Aber wenn man jetzt hier wieder in die Sonne kommt und sich ein bisschen eingelaufen hat, dann wird es doch warm. Euch nicht? Doch. Doch, ja. Also Pulli könnte man eigentlich schon fast wieder ausziehen. Das ist eine richtig angenehme, wunderbare Wandertemperatur. Also ich schätze jetzt mal, das hat so exakt so um die 19, 20, 21 Grad. Ein bisschen mehr Wölkchen heute am Himmel, aber ist perfekt. Ein kleiner Wind, der ein bisschen Abkühlung bringt so beim Laufen. Sehr angenehm. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Ja, und ich würde sagen, die Aussicht, die ist doch auch nicht schlecht, oder? Nein. Die Aussicht ist super. Ja. Also gar nicht schlecht, am Anfang so durch den Wald und dann ein bisschen Aussicht. Nee, guck, die macht jetzt alles unscharf. Seht ihr das?
Ja. Fehlt das Glas vorne dran, was die Schärfe bringt. Ja, jetzt habe ich euch auf der Wanderung gerade was erzählt, mit welcher Kamera ich wie filme. Jetzt habe ich es doch tatsächlich geschafft, die GoPro, wo uns die Glasabdeckung gefehlt hat, die hätte Caro jetzt nächste Woche mitgebracht, die hatte ich nachbestellt gehabt. Habe ich es doch tatsächlich geschafft, das restliche Glas noch zu zerbrechen. Ist doch tatsächlich nochmal, weil ich nicht auf ihn ja gehört habe und ihn hingestellt habe, um eine Aufnahme zu machen. Und dann kam ein Windstoß und dann hat es die genau auf diese Glaslinse geschlagen. Also so ein Glück muss man echt mal die letzten Tage haben. Also die ist eindeutig hin. Die GoPro. Nichts mehr mit GoPro-Aufnahmen. Noch immer hebt sich das Land um einen Meter in 100 Jahren aus dem Meer. Die sogenannte höchste Küstenlinie, dort, wo einst der Meeresspiegel auf dem höchsten Niveau war, liegt heute auf einer Höhe von ungefähr 280 Metern über dem Meeresspiegel. Hier oben sind die Moränen erhalten geblieben und Nadelwald hat sich angesiedelt. Die Felsen in der Region befanden sich nach der Eiszeit auf dem Grund des Meeres. Durch die Kraft der Wellen im damaligen Joldja-Meer wurden die Moränen zum großen Teil weggespült. Hier wächst heute ein dichter Felsenkiefernwald. So, das war jetzt die Runde. Ach Gott, ich habe gar nicht auf der App geschaut, wie lange wir jetzt gelaufen sind. 3,5 Kilometer, knapp über eine Stunde sind wir gelaufen. Ja, also im Vergleich zu das, was wir da am Südeingang gelaufen sind, das kannst du nicht vergleichen. Das ist hier eine nette Spazierrunde mit einem oder zwei schönen Ausblicken unterwegs. Wie gesagt, beide Runden da zusammen sind 3 Kilometer. Wer noch langsamer oder noch gemütlicher unterwegs ist, der hätte hier auch an dem Parkplatz Stopp machen können und sagen, okay, an dem einen Tag laufe ich diese 1,5 Kilometer ganz gemütlich, ganz ruhig und an dem anderen Tag laufe ich die anderen 1,5 Kilometer. Also das ist so die gemütliche, absolut stressfreie Rentnervariante hier am Westeingang, würde ich es nennen. Und trotzdem schön zu laufen. Guck, da ist sie verbunden. Regenwurzel. Und sie ist da, hier ist da verbunden und da verbunden. Das ist ein Regenwurzel. Ja, wir haben uns jetzt auf dem Parkplatz Westeingang nochmal spontan umgestellt, weil wir uns wieder genau in den Schatten gestellt haben. Und wir brauchen dringend ein bisschen Sonne für unsere Solaranlage. Außerdem ist es viel schöner in der Sonne hier auch zu stehen. Also anders als jetzt in Deutschland im Sommer gerade ist, ist man hier echt dankbar, wenn man so ein bisschen in der Sonne sitzt und steht, um sich ein bisschen aufzuwärmen. Ja, auf jeden Fall stehen wir hier besser, dass wir ein bisschen Sonne kriegen. Jawohl. Jawohl. Komm, noch mal so eine. Hast du noch einen Gummi? Ja. Ich will noch mal so ein Ding. Was? Du hast gesagt? Da fällt mir die Hand ab. Eigentlich wollte ich euch in dem Video noch den Eingang Nord vorstellen. Aber das wird schon wieder alles zu lang für ein Video. Deshalb verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder dabei. Danke fürs Zuschauen und schön, dass ihr uns auf unserer Schwedenreise begleitet.